Hallo, ihr da draußen außerhalb meines Arbeitszimmers und willkommen zu einer weiteren Folge Die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler. Beim letzten Mal haben wir ja mit Rutchen ein wundervolles Telefonat führen können. Und als ich dann hier runtergegangen bin zur Rezeption, gab es dann auch gleich einen Anruf von dem Inspektor, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will, der uns sagte, wir sollen bitte zum nächsten Tatort ankommen, hinkommen, und das werden wir jetzt auch tun. Die Frage ist nur, womit? Die Tür ist abgeschlossen. Es scheint wirklich schon sehr spät zu sein. Bitte was? Warum das denn? Ja, dann wieder aufschließen bitte, ich muss los. Ich muss noch arbeiten, was ist das? Tischplatte. Mietwagen. Das ist eine gute Idee. Ich miete mir ein Auto. Das ist keine so schlechte Idee, liebe Nicole. Dann wollen wir doch mal schauen, ob sich da nicht was machen lässt. Werbung für Mietwagen. Oh, die Vielleicht haben sie aus. Einen interessanten Wagen. Schauen wir mal. Bimmeln wir mal die Glocke. Warte, da ist noch etwas. Können wir uns das nicht angucken? Nein, können wir nicht. Schade. Ding! Ja, was kann ich für Sie tun? Hallo, mein Freund, du könntest die Tür aufschließen. Nachtspaziergang hier, Mietwagen. Vielleicht sollte ich mir ein Auto mieten. Dann muss ich nicht immer Taxis rufen. Gehen Sie danach noch aus? Ich weiß noch nicht. Tagsüber haben Sie mit dem Auto keine Chance in der Stadt. Sie sollten die Metro nehmen oder den Bus. Aber um diese Uhrzeit sollte es doch gehen. Vorausgesetzt, Sie finden einen Parkplatz. Egal, ich brauche ein Auto. Oh, lala, es ist spät. Ich weiß nicht, ob wir eins für Sie finden. Dann eben morgen. Na gut, in Ordnung. So, dann Nachtspaziergang. Ich kann nicht schlafen. Der Jetlag, Sie wissen schon. Ich würde gerne ein bisschen spazieren. Was können Sie mir denn empfehlen? Um diese Uhrzeit den Place du Tertre. Oh, den Künstlerplatz. Eher ein Touristenplatz. Aber die Atmosphäre ist sehr schön. Für ein paar Euro bekommen Sie ein Porträt. Ach, das ist Zeitverschwendung. Ich weiß nicht. Sie sind doch so schön. Die Maler werden sich um Sie reißen. Geben Sie ihnen eine Chance. Na klar doch, mein Freund. Oh, er hat uns die Tür aufgemacht, aber bestell uns doch mal bitte ein Taxi. Würden Sie mir ein Taxi rufen? Sicher. Aber was ist mit dem Abendessen? Können Sie es kalt stellen? Aufgewärmt schmeckt es aber nicht so gut. Tja, nun... Henri, hier ist Pierre Montagnac. Schick doch bitte ein Taxi zu meinem Hotel. Ja, gleich. Das Taxi kommt sofort. Sehr gut. Vielen Dank, junger Mann. Danke, das war alles. So, dann mal auf zum Taxi. Taxi, ich komme. Wie, und wir sind auch dann direkt da? Das ist ja interessant, aber... Dann schauen wir uns hier aber erstmal genauer um, oder? Nächstes Video. Katzi! Wer ist denn das? Okay, wir stehen jetzt hier vor dem Haus. Da ist auch der Eingang. Können wir hier irgendetwas sonst noch entdecken? Was interessant für uns wäre. Scheinbar... Halt! Nee, das war nur der Eingang. Halt! Ein Gullideckel. Ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Ich brauche so ein Fortbewegungsmittel nicht. Warum nicht? Briefkasten. Da steckt etwas im Briefkasten. Ja, nimm's raus. Nee, will sie nicht. Das Fenster ist schon halb geöffnet, also wird es einfach. Hä? Einfach wofür? Durch das Fenster steige ich nicht ein. Okay, nach oben, nach... Ausgang nach oben. Ja, gut, dann gehen wir mal zum Ausgang nach oben. Warte mal, da ist eine Klingel. Für einen unangekündigten Besuch ist es jetzt schon zu spät. Na gut, dann nicht, liebe Nicole, dann nicht. Ach, guck mal, wer da steht. Das ist doch unser Freund. Sie durften nicht weg, wie? Dabei war ich schon fast draußen. Der Alte muss mich hassen. Da sind Sie nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Diese Kriminellen lassen uns immer am Wochenende arbeiten.
Was wissen Sie über das Opfer? Es ist ein Mädchen. Sie war Stammkundin. Warum bringen sich die Männer nicht einfach gegenseitig um? Gibt es Beweismittel? Glauben Sie mir, der Inspektor war schockiert, als er gesehen hat, was Sie alles eingesammelt haben. Das denke ich mir. Aber jetzt interessiert mich dieser Mord. Dasselbe Vorgehen. Wie der Puppenspieler? Wem gehört diese Wohnung? Einem Jack Dupree. Ein Landsmann von Ihnen. Die Nachbarn haben einen Streit mitbekommen. Das ist interessant. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Da müssen Sie schon den Inspektor fragen, wenn er Zeit hat. Ist diese Besserwisserin hier? Schicken Sie sie rauf. Was ist das denn für eine Nummer? Ich bin doch keine Besserwisserin. Ich komme später wieder. Also ruh dich einfach noch einmal aus, mein Freund. Werkzeugkiste. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Ein Schrank voller Müll. Okay, na gut, dann gehen wir doch einfach mal da rein. Ah ja, Entschuldigung. Das nächste Opfer ist scheinbar schon in eine Plastiktüte versorgt. Kiste, halt. Seile mit Haken. Geht nicht. Geht nicht, wahrscheinlich weil er noch da ist. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Schon wieder. Wow, der ist echt alt. Wahrscheinlich laufen darauf nur Stummfilme. Boah, bist du übel. Was ist denn mit dieser Maske? Eine afrikanische Ritualmaske. Ich glaube, die ist echt. Sehr schön. Ich werde sicherlich gleich mit dem Inspektor reden. Ein Nachdruck von Toulouse-Lautrecs Werbeposter für das Moulin Rouge. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ja, ist ja gut, liebe Nicole. Gut, ich denke, Halt, Rad, Schreibtisch. Wir sprechen trotzdem erstmal mit ihm. Obst, können wir Obst nehmen? Nein, schade. Reden wir mal mit dem Inspektor. Entschuldigung, da musste ich mal eben husten. Ich bin hier, Inspektor. Oh, was tut eine wunderschöne Frau wie Sie hier? Sie sollten sich die schönen Seiten von Paris ansehen und nicht solche Löcher wie dieses. Danke für Ihr Mitgefühl, aber ich war schon auf dem Montmartre. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir schicken Ihnen alle Daten, die Sie brauchen. Jetzt bin ich schon hier. Also warum erzählen Sie mir nicht etwas über den Verdächtigen? Gut. Er ist Amerikaner. Sein Name ist Jack Dupree. Wie lange ist er schon hier? Ein paar Wochen. Passt auch auf Ihren Puppenspieler. Wir müssen die Daten überprüfen. Irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke? Ja, sie werden gerade verglichen. Das klingt sehr gut. Wieso bestellt er uns erst hierher und dann ist er so unfreundlich? Und wer ist das Opfer? Jacqueline Laurent, auch Tänzerin. Diesmal vom Moulin Rouge. Den Haken und Seilen nach zu urteilen, wurde sie auch so präpariert? Er hat sie so über dem Boden aufgehängt, als würde sie gerade ein Grand Jeté machen. Da, wo der Blutfleck ist. Blut? Das klingt aber nicht nach dem Puppenspieler. Er hat seine Opfer immer ganz sauber positioniert. Oh, diesmal musste es vielleicht schneller gehen. Man denkt immer, diese Irren wären unfehlbar. Aber manchmal unterlaufen auch ihnen Fehler. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es einmal mitbekommen. Was ist mit der Puppe? Hat er eine Puppe zurückgelassen? Nein. Aber höchstwahrscheinlich hat ihn jemand überrascht. Na, das weiß ich nicht so genau. Haben Sie Zeugen? Ja, eine Frau, die hier wohnt. Hat sie den Mord gesehen? Nein. Aber wir sind dem Täter ohnehin dicht auf der Spur. Kann ich bei der Vernehmung dabei sein? Wollen Sie wirklich mit uns in einem stickigen Zimmer sitzen? Ja, das will ich. Nun, wissen Sie, wir haben ihn noch nicht wirklich, aber das ist eine Sache von Stunden. Es ist sehr wichtig für uns. Wir müssen wissen, ob es der Puppenspieler ist oder nicht. Und das werden Sie auch erfahren. Wir quetschen ihn aus wie eine Zitrone. Oh, oh, oh. Kann ich darauf zählen, dass Sie mich anrufen, wenn... Sie wissen schon? Ich versuche es. Aber wenn man so viel zu tun hat wie ich, kann man so etwas schon vergessen. Ich kann natürlich auch direkt mit Ihren Vorgesetzten sprechen. Aber das ist nicht ganz dasselbe, wie mit einem Kollegen zu sprechen, der vor Ort arbeitet. Ich gehe bald wieder zurück in die USA und will meinem Boss etwas liefern können. Er macht Ihnen das Leben wohl auch nicht leicht. Das sehe ich an Ihrer Eile und Hartnäckigkeit. So ist es, mein Freund, so ist es. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Immerhin sitzen wir beide gerade nicht gemütlich in einem Café.
Ich hoffe, dass wir einmal Gelegenheit haben, uns besser kennenzulernen. Privat meine ich. Ja, beruflicher Kontakt stört die wahre Beziehung zwischen Menschen. Hier ist meine Karte. Sieht schick aus, oder? Oh ja, danke. Nächstes Mal vielleicht? Unbedingt. Ich komme sicher einmal wieder zu Besuch. Ich liebe Frankreich. Mein Vater stammt von hier. Wirklich? Ah, deswegen auch der französische Nachname. Mein Vater kann stundenlang über die französische Küche und über Weine sprechen. Ich wusste, dass ihr Sternzeichen nicht Hotdog ist. Und ich wusste, dass sie eine brillante Intuition haben. Vergessen Sie den Fall und gehen Sie in ein gutes Restaurant. Genießen Sie das Leben wie ein gutes Abendessen. Wie Sie sehen, erlebt nicht jeder den Hauptgang. So scheint es auszusehen, mein Freund. Kann ich mich umsehen? Das müssen Sie gar nicht. Diesmal haben wir alles wirklich gründlich überprüft. Nein, das wollte ich damit nicht. Wir schicken Ihnen alle nötigen Informationen, aber bitte schnüffeln Sie hier nicht noch mehr herum. Na toll. Lassen Sie mich wissen, wenn etwas passiert? Vergessen Sie den Fall. Das wird Ihnen gut tun. Was haben wir Michel denn hier? Michel Petit, Polizeiinspektor. Michel Petit, aha. Okay, wir dürfen nicht, oder? Fassen Sie bitte nichts klar. an. War klar. Fassen Sie bitte nichts an. Darf ich denn wenigstens ein Foto machen von dir? Zack. Wir brauchen eine andere Lösung. Ach, schade. Von den Seilen. Tatsache. Da kann ich keine Fotos machen, oder? Von dem Schreibtisch? Doch. Dann fotografieren wir alles, was wir fotografieren können. Von dem Rad will ich auch ein Foto. Geht nicht. Warum nicht? Dann vielleicht die Kiste? Denk nach, Nicole. Okay, ist ja gut. Die Maske aber. Die könnte interessant sein. Das nennt man Versuch und Irrtum. Sie ist zu hart zu uns. Zu hart. Wir brauchen eine andere Lösung. Ja gut, dann scheint das so hier alles gewesen zu sein. Der Inspektor lässt uns da nicht weiter hin. Mal gucken, ob wir diese Frau da noch unter Umständen interviewen können. Kannst du uns noch etwas sagen, mein Freund? Stimmt es, dass jemand den Täter gesehen hat? Ja, die Dame in Wohnung Nummer 12, ein Stockwerk tiefer. Was hat sie gesagt? Sie ist im Gang an Dupree vorbeigegangen, etwa um die Tatzeit. Ich würde sie gerne sprechen. Ist sie zu Hause oder auf der Polizeistation? Sie ist zu Hause, aber sehr verängstigt. Wie heißt sie? Agnes Grouchet. Ich versuche, mit ihr zu sprechen. Na dann. Ich spreche mit der Frau. Versuchen wir mal unser Glück. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, mit Ihnen zu reden. Versuch und Irrtum nennt man sowas. hier war es doch irgendwo, konnte ich doch da. Klingel. Guten Abend, mein Name ist Nicole Bonnet. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Madame Grouchet? Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch belästigen muss, aber ich muss mit Ihnen über den Mordfall sprechen. Ich habe doch schon alles gesagt und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Nur ein paar Fragen. Ich kenne Sie nicht. Ich muss mit Ihnen über den Mord reden. Lassen Sie mich in Ruhe. Vielleicht können wir die Visitenkarte, dann kennt sie uns. Oder wir machen ein Foto von uns selber. Zack, Foto. Nee, von uns selber, dachte ich. Geht nicht. Dann vielleicht doch mit der Visitenkarte hier. Inspektor Petit ist beschäftigt, aber er hat mich geschickt, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Lassen Sie mich schlafen. Ich bin völlig am Ende nach allem, was passiert ist. Madame Grouchet, es tut mir leid, aber es ist wichtig. Dieser Mann darf nicht frei herumlaufen. Vielleicht retten wir jemandem das Leben. Jesus! Und mein Leben zählt wohl nicht? Sie sind in Sicherheit. Haben Sie ihn denn gesehen? Er rannte raus, als hätte er es eilig, seine Geliebte zu sehen. Ich habe ihn nur von hinten gesehen, aber es war ganz sicher dieser Amerikaner. Jack Dupree? Ja, er war angezogen wie immer. Selbe Größe, selbe Haarfarbe.
Das habe ich doch alles dem Inspektor schon gesagt. Was für ein Mensch war dieser Dupree? Davor? Er war nett, aber hat nie viel gesprochen. Er konnte nicht besonders gut Französisch sprechen. Und ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, außer dass er in Eile war? Ich weiß nicht. Irgendetwas Metallisches fiel auf den Boden, als hätte er seine Schlüssel verloren. Aber es war kaum zu hören. Danke. Schlafen Sie gut. Ohne meine Tabletten kann ich sowieso nicht schlafen. Na klar doch. Also irgendetwas fiel auf dem Boden. Da steckt etwas im Briefkasten. Ja, okay, aber da kommen wir nicht dran. Ich gehe nochmal nach draußen und guck nochmal nach diesem Gullideckel, den wir da gesehen hatten. Ohne Werkzeug werde ich das Metallgitter nicht anheben können. Na toll, Werkzeug brauchen wir also auch. Gut, dann gehen wir wieder rein. Da gab es ja Werkzeugkisten ganz oben. Mal gucken, ob wir nicht da herankommen. Und vielleicht können wir auch mal gucken. Wir sind ja jetzt einmal kurz ganz rausgegangen. Hier, da, Werkzeugkiste. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Hinter Ihnen ist ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten? Ach ja. Kann ich kurz hineinsehen? Besser nicht. Der gehört Michel, dem Techniker. Wenn jemand seine Sachen durcheinander bringt, rastet er aus. Heißen hier denn alle Michel? Kann ich mal in den Werkzeugkasten sehen? Nein, Michel würde das nicht erlauben. Kann ich mal in den... Ja, das haben wir schon mal. Okay, da gab es ja auch noch einen Werkzeugkasten. Da ist immer noch der Inspektor. Kann man mit dem über den Werkzeugkasten? Vielleicht kann er uns ja mal... wo gehst du hin? Du sollst mit ihm reden. Er telefoniert schon wieder. Lassen Sie mich wissen, wenn etwas passiert? Vergessen Sie den Fall. Das wird Ihnen gut tun. Okay, wir brauchen Werkzeug und wir wissen nicht, wie wir drankommen. Er lässt uns nicht dran. Das ist echt irgendwie traurig. Im Schrank war, glaube ich, auch nichts. Halt! Was ist denn das? Jetzt kann ich da dran. Da steckt etwas im Briefkasten. Eine Zeitung. Nimm sie mit. Ich frage mich, ob hier irgendetwas Interessantes drin steht. Lass mal reinschauen. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Hallo? Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Ja. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Die können wir doch bestimmt dem Inspektor geben. Dann ist er abgelenkt. Monsieur, ich habe hier eine Zeitung für Sie. Wir brauchen eine andere Lösung. Okay, den Inspektor nicht. Können wir dem Polizisten die Zeitung geben? Um so an den Werkzeugkasten zu kommen. Hier, mein Freund, ich hab da was für dich. Denk nach, Nicole. Zeitung. Haben Sie schon gelesen, was man über Sie schreibt? Was? Wo? Es heißt, dass die Polizei völlig im Dunkeln tappt. Es ist wirklich ziemlich dunkel hier. Sehr geil. Also einfach nur antippen. Ich frage mich, ob sie verschlossen ist. Das werden wir gleich feststellen, liebe Nicole, wenn du mich da dran lässt. Was für Schätze. Wonach habe ich nochmal gesucht? Wir nehmen einfach alles mit. Die richtige Verpackung für Beweisstücke. Ja, damit. Wenn ich keine neuen Beweise finde, kann ich wenigstens meine Butterbrote einpacken. Na toll. Ein Schraubenzieher. Sehr schön. So ein kleines Ding. Aber es beschert den Verbrechern schlaflose Nächte. Ja, damit. Sonst noch was? So ein kleines Ding. Aber es beschert den Verbrechern schlaflose Nächte. Das klingt gut. Wir haben einen Schraubenzieher. Mal gucken. Und? Schon was entdeckt? Na, was schreibt die Zeitung? Irgendwas Interessantes da drin? Wollen Sie es hören? Sicher. In Lyon wurde letzte Woche eine Bank überfallen. Die Polizei verfolgte die Täter, die sich jedoch aufteilten und in verschiedene Richtungen flohen. Einer der Täter verbarrikadierte sich in einem verfallenen Haus am Stadtrand. Die Polizei setzte Blendgranaten ein, doch als sich der Rauch verzogen hatte, stand der Dieb vor dem Gebäude und befahl, sich selbst herauszukommen.
Was? Noch mehr lustige Geschichten? Wir gelten ja schon als dumm, aber wie erging es wohl dem Dieb? Ich bin ganz Ohr. In Saint-Tropez organisierte die Polizei eine Veranstaltung namens Sicher im Urlaub. Bei einer Vorführung wurde gezeigt, wie die Computer in den Streifenwagen funktionieren. Einer der Besucher, der sich nach dem Datenerfassungssystem erkundigte, gab einem der Polizisten seinen Führerschein. Kurz darauf zeigte der Bildschirm in großen Buchstaben an, dass der Mann wegen eines Ladendiebstahls gesucht wurde. Das ist gut. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Arbeitstag. Auf Wiedersehen. Super, das habe ich auch noch nie gemacht. 1A. Gut, wir haben einen Schraubenzieher. Mal gucken, ob wir damit nicht irgendetwas erreichen können. Ich vermute mal, den Inspektor hätten wir auch diese Zeitung geben können. Ich habe nur die Zeitung direkt auf den Inspektor und auch auf den Polizisten angeklickt und da gab es dann keine Möglichkeiten. Aber anders. Und schau mal einer an. Sieht aus wie Gold. Der Name Lucas ist auf dem Verschluss eingraviert. Aha. Die Beweise sollten ordentlich gesichert werden. Ja, natürlich. Zack. Oh, Telefon. Vorhin war ein Mann hier, der Sie dringend sehen wollte. Wer war das? Ich glaube, ein Amerikaner. Er wollte nicht auf Sie warten, also hinterließ er einen Brief für Sie. Gut, ich lese ihn, sobald ich zurück bin. Würden Sie mir ein Taxi rufen? Es kommt gleich jemand. Vielen Dank. Keine Ursache. Wie, das heißt, wir verlassen den Tatort schon wieder? Hallo? Das ist nicht gut. Okay, Taxi ist weg. Super, super, Nicole, hast ja prima gemacht. Na gut, gucken wir mal, was das für ein Brief war. Könnte ich diesen Brief haben? Bitte. Und dieser Mann hat sich nicht vorgestellt? Nein, er war sehr nervös. Das ist ja interessant. Danke. Wo ist der Brief? Ah. Ich bin unschuldig. Treffen an der Pont des Invalides um 23 Uhr. Bitte keine Polizei. Jack Dupree. Ich werde mich mit ihm treffen. Vielleicht ist er ja unschuldig. Dieser Brief passt nicht zu dem Profil eines Serienmörders. Na gut, aber bevor wir uns mit ihm treffen, sollten wir vielleicht die Bilder nochmal losschicken. Wir haben ja nochmal zwei Bilder gemacht. Zack, Bilder angeschlossen. Und weg mit den Bildern. Sie sind abgeschickt. Jetzt kümmern sich unsere Spezialisten um die Bilder. Sehr gut. Nehmen wir die Kamera wieder mit und gehen wir nach unten? Oder können wir unseren Boss oder so anrufen? Ach ja, den grünen Knopf sollten wir auch drücken. Tatsächlich, sie macht's. Ist ein Ding. Hier ist Nicole Bonnet. Oh, Sie sind es. Wann kommen Sie wieder? Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Dann an die Arbeit. Arbeit ist mein zweiter Vorname. Genau so soll es sein. Noch etwas? Ich wollte fragen, ob es neue Informationen zum Puppenspieler gibt. Nein, und ich würde mich auch nicht darauf verlassen. Ich habe einigen Kollegen andere Fälle zugewiesen und nur Sie arbeiten noch an dem Fall. Was ist mit Nick? Er muss sich erst noch durch 22 andere Fälle wühlen. Ich wusste, dass ich mich auf das Büro verlassen kann. Aber sicher. Wir bezahlen immer noch alle Ihre Rechnungen. Danke, genau das wollte ich hören. Freut mich. Ich helfe doch gerne. Ah, das ist nett von dir, aber ich spiele hier und vergesse total, wie spät es schon ist. Mein Gott, nee, das ist viel zu lang geworden, das Video, viel zu lang. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall wieder einen Schnitt setzen und wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allem gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!